Ja, herzlich willkommen hier in im Dachgeschoss des Abgeordnetenhauses, hier im Bereich unserer Büros der FDP-DVP-Landtagsfraktion. Ja, in der Woche nach dem Berliner Bundesparteitag gehen wir wieder zur Landtagsarbeit über. Wir sind froh, dass die personellen Themen erfolgreich abgeschlossen wurden in Berlin. Wir sind natürlich nicht ganz glücklich, was unser Bundesland Baden-Württemberg anbelangt hat, aber wir freuen uns, dass unser Bundesvorsitzender mit überzeugender Mehrheit gewählt wurde und wir mit dem Spitzenkandidat Rainer Brüderle, glaube ich, einen erfolgreichen Kämpfer an der Seite haben, um jetzt mit Engagement, mit Einsatz und mit Freude den Bundestagswahlkampf hier zu starten. In der Landespolitik war in der letzten Woche natürlich das Thema Stuttgart 21 Anlass einer aktuellen Debatte, die wir beantragt haben. Wir sind über das klare Votum des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn AG glücklich und zufrieden und auch dankbar. Und jetzt liegt es an den Projektpartnern, dass man dieses Projekt konzentriert und engagiert weiter vorantreibt. Und in diesem Zusammenhang freuen wir uns, dass das Kommunikationsbüro mit den Projektpartnern zusammen das Turmforum am Bahnhof in Stuttgart neu gestaltet hat. Es wird diese Woche am Donnerstag eröffnet und ich kann nur jedem empfehlen, nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie am Bahnhof sind in Stuttgart, schauen Sie sich diese mehreren Etagen an über das Projekt Stuttgart 21. Sie erhalten sehr aktuelle Informationen zum laufenden Projekt, zum Projektstand, über die verschiedensten Themen, die das Projekt Stuttgart 21 für Stuttgart, für die Region und für Baden-Württemberg mit sich bringt. Sie sind herzlich eingeladen ab Donnerstag. Sie können Führungen machen dort. Wir freuen uns, dass hier mit dem Turmforum eine Gelegenheit geschaffen wird, sich sehr intensiv und sehr ausführlich über dieses spannende und wichtige Infrastrukturprojekt für Baden-Württemberg zu informieren.